Hier ist wieder der Testbeschluss von YouTube. Ah, Amoplaster. Heile, heile, heile. Nichts passiert. Ja, ich wollte jetzt so ganz geschickt sein. Ich wollte den hier oben drauflegen. Und dann wollte ich sagen, hier ist wieder der Testbeschluss von YouTube. Dann hätte ich so hingegriffen und hätte gesagt, heute stelle ich euch mal die Nerf Bowstrike vor. Das wäre hier der Blaster. Und dann wünsche ich jetzt mal viel Spaß mit dem folgenden Video. Ja, und hier haben wir sie jetzt, die Nerf Bowstrike. Ich habe es mir aus den USA bestellt, und zwar bei Toys R Us. Ist gar nicht mal so teuer, kostet rund 8 Dollar. Nur kommt da immer blöderweise noch Versand und Zoll mit dabei. Und so wird die Nerf Bowstrike geliefert. Hier ist der Blaster, da sieht man die Darts. Auf der Rückseite das übliche Blabla, und dann packen wir den Blaster doch mal aus. Da haben wir jetzt die Bowstrike. So schaut der Blaster aus. Was haben wir denn so an Farben? Grau, Orange und verschiedene Blautöne. Ja, Verarbeitung sehr gut. Da gibt es gar nichts zu mängeln. Witzig ist hier der Griff. Dann so Dreiecke drin. Der Blaster liegt gut in der Hand. Ist auch nicht zu schwer und nicht zu leicht. Rails hat er jetzt keine. Der Witz ist halt Bowstrike. Das heißt, wenn ihr den ladet, zack, dann habt ihr auf einmal hier diese Bügel, die klappen automatisch auf. Und hier habt ihr noch so eine Zielvorrichtung. Und wenn ihr jetzt einen Schuss abgebt, pupp, dann geht das Ganze halt wieder zusammen. Ich spann nochmal, zack. Und dann gibt er wieder einen Schuss ab und dann ist es wieder auseinander. Das ist eigentlich der Clou, deswegen auch der Name. Ansonsten hat er jetzt keine großartigen Funktionen. Ein Schussblaster, hier kommt der Dart rein. Dann zack und po. Jo, dann machen wir nochmal einen Schusstest. Dann machen wir noch einen kleinen Schusstest. Ihr kennt ihn, den bösen Heil-Hydra-Soldaten. Da steht er, 10 Meter Entfernung. Schalte den Blaster mal gerade. Pupp, getroffen. So. Zack, wieder laden. Ja, also so 10 Meter schafft er schon. Jo, jetzt halte ich mal ein bisschen schräger. Oben gegen die Garage, verdammt! Ja, bis hinten an die Wand sind 15 Meter. Die schafft er locker, wenn er ein bisschen schräger haltet, sogar noch weiter. Natürlich schießt ja so keiner, weil dann ja, kommen die bei mir gegen die Garage. Chinamänner nehmen wir auch noch, sind ein bisschen schwerer, müssten aber eigentlich, ja genau, schön gerade fliegen. Ja, unten am Fuß getroffen, einen haben wir noch. Bäm, Treffer, cool. So, jetzt haben wir noch die Extreme Darts. Das sind ja die kurzen, die fliegen eigentlich auch gut. Kann man prima in so Einschussblaster reinmachen. Die sind aber schwerer und deswegen fliegen die zwar schön gerade. Ihr kommt aber leider nicht auf die Reichweite von den China- oder Nerf-Darts. So, dann habe ich euch mal die Nerf Bowstrike auch mal kurz vorgestellt. Abschließend muss ich sagen, also von der Optik her gefällt der Blaster mir richtig gut. Ich mag dieses Griffstück mit den Dreiecken drin. Verarbeitung natürlich auch, Nerf gewohnt, da gibt es gar nichts zu bemängeln. Gefällt mir richtig toll. Reichweite war auch okay für so einen kleinen Blaster, aber braucht man den unbedingt, wenn der in Deutschland zu kaufen wäre? Nö. Ist einfach nur ein Blaster, der aussieht nachher wie so eine kleine Armbrust. Da habt ihr noch so ein Zielobjektiv hier vorne. Da könnt ihr durchgucken und dann könnt ihr damit schießen. Ist eine nette Spielerei, aber den jetzt extra aus den USA zu bestellen, um den zu haben, muss man nicht. Ich mache es hier nur, um euch zu zeigen. Und dann habt ihr den auch mal gesehen. Ja, ist mehr was zum Sammeln, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz, ich hoffe mal, das Video hat gefallen. Das war dann wieder der Testbeschluss von YouTube. Wer Blaster im Allgemeinen mag und sich Videos dazu anschauen möchte, der kann mich jetzt gerne abonnieren. Bei mir gibt es nämlich die neuesten Sachen.